Conny schon. Ich habe früher auch über Conny gelesen und ich finde Conny total cool. Ohne mich überlebst du halt keinen Tag. So viel zum Thema Mann oder Memme. Ich kannte Conny-Bücher, ich habe sie natürlich gesehen. Das ist unmöglich, in eine Kinderbuchabteilung zu kommen oder in ein Kinderzimmer und keine Conny-Bücher zu sehen. Also ich wusste halt, dass es Conny für die Kleineren gibt, aber ich wusste nicht, dass es Conny und Co. für halt was Ältere gibt. Weil da gibt es gleich so eine Orientierung und eine Person, an der sie sich orientieren können. Wir müssen ihn retten. Jetzt. Wir brauchen Hilfe. Und zwar von allen. Ich schlag Alarm. Treffen in einer Stunde in Tims Bootshaus. Okay. Und das sind einfach Geschichten, die mit Conny, mit einer frechen, selbstbewussten jungen Dame erzählt werden, die natürlich ein großes Identifikationsplateau haben. Ich finde es einfach super toll, dass Conny immer offen ist, egal wo sie hinkommt und sich eigentlich nicht unterkriegen lässt. Das kann ich mit mir identifizieren. Also ich lasse mich selten unterkriegen. Und sie kämpft für die Rechte von Schwächeren und sie setzt sich für alle ein. Conny ist für mich relativ perfekt. Willst du wirklich allein mit hochklettern? Du bist nur ein Mädchen. Na und? Was du kannst, kann ich auch. Sie ist all das, was man sich wünschen würde von seiner besten Freundin oder von seiner Tochter oder wie man auch selbst gerne sein möchte. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, wie das so wäre, wenn Conny meine Zwillingsschwester wäre oder so. Ich glaube, wir würden viel Quatsch zusammen machen. Weißt du, mit 12 glaubt man, Freunde gibt es wie Äpfel am Baum. Aber bei den meisten ist der Wurm drin. Von den Guten, da findest du eine Handvoll im ganzen Leben. Die Conny-Reihe ist ein großes Identifikationsplateau für Kinder zwischen 6 und 14, 15, würde ich sagen. Ich konnte mich halt eben so mit ihr identifizieren. Die Abenteuer, die sie so erlebt, das hat mich also gereizt, weil Conny ist einfach ein abenteuerliches Kind. Es ist mitten in der Nacht und ihr seht aus wie die Einbrechergewerkschaft auf dem Betriebsausflug. Hat die Polizei hinter euch her? Machen sich eure Eltern Sorgen? Nee, die haben mir abgehängt und angelogen. Ich bin auch in einer kleineren Stadt groß geworden. Da waren wir auch irgendwie viele Kinder in der Nachbarschaft und haben uns so, ohne uns zu verabreden, traf man sich und fuhr mit dem Fahrrad los. Und wir waren da auch relativ frei. Und diese Wildheit, die auch so ausstrahlen, das erinnert mich so auch so an meine Kindheit. Das finde ich auch ganz schön. Mein größtes Bestreben ist, das wirklich so umzusetzen, wie es dem Geist des Buches entspricht. Ich finde, ich könnte auch so eine Conny sein.